Gothic ist allgemein ein Let's Play, was mich sehr viel Energie kostet. Weil das sehr, sehr störungsanfällig ist. Alles ist problematisch, nichts funktioniert und alles ist so frustrierend. Unheimlich frustrierend. Ich muss nochmal gerade ein bisschen runterregeln hier. So. Jetzt seht ihr ja meine Facecam. Hoffentlich! Hoffentlich! Wo hast du das denn schon? Jedenfalls, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten jetzt mit Torben geredet. Wir haben jetzt das Geld von Matteo leider nicht zusammen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist echt ein bisschen für den Arsch, muss ich leider sagen. Ja, wir gehen aber jetzt einfach mal weiter zu Harald, dem Schmied, und gucken mal, was er uns zu sagen hat. Der steht da als Verkäufer. Mit seiner geilen Perücke. Er sieht aus wie Gronkh. Der sieht aus wie Gronkh, oder? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Nein, meine ich nicht. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin doch kein Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Der verlangt viel, muss man wirklich sagen. Aber es gibt einen Trick, wie man das ganz einfach lösen kann. Und zwar gibt es überall so Ork-Waffen, die man einsammeln kann. Und die gibt man ihm einfach und dann ist fertig. Dann ist die Sache fertig. Man braucht gar keinen Ork dafür zu killen. Das ist recht angenehm an der Sache. Lass uns mal über die Sache mit dem Ork reden. Lass uns nochmal über die Sache mit dem Ork reden. Was? Naja, ein Ork ist ein verdammt harter Gegner. Ein Ork ist aber ein verdammt harter Gegner. Wenn ich dich so ansehe, könntest du recht haben. Du hast nicht viel auf den Rippen. Aber das kann ja noch werden. Trotzdem musst du mir beweisen, dass du den Mut zum Kämpfen hast. Geht's vielleicht diesmal auch eine Nummer kleiner? Hakon, der Waffenhändler am Marktplatz hat mir erzählt, er wäre vor ein paar Tagen von Banditen überfallen worden. Die Mistkerle sollen sich irgendwo draußen... Dankeschön, Brian. Diese feigen Lumpen sollten nicht viel auf dem Kasten haben. Bring die Kerle zur Strecke. Jeden einzelnen von ihnen. Dann weiß ich, dass wir dich hier in der Stadt gebrauchen können. Ja. Verkaufst du auch Waffen? Verkaufst du auch Waffen? Also machen wir, klar. Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Kann ich denn auch bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme allerdings erst geben, wenn du bewiesen hast, dass du etwas taugst. Dieser Mann ist ein Endgegner, muss man sagen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Obwohl, Brian, komm. Neu in der Stadt, was? Neu in der Stadt? Heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Ah, dieser ehrenhafte Mann, der hier im Vordergrund diese Waffe schmiedet. Es ist einfach so geil. Oh, ist das schön. Kann ich irgendwie Zoom nehmen? Der macht das so schön. Mit seinen geilen Haaren. Einfach traumhaft. Na, ich glaube, ich muss nochmal kurz... Nee, lass mir. Ich fasse hier gar nichts mehr an. Das bringt nur Probleme. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig.
dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harad. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Schleimer. Warum willst du die Stadt verlassen? Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harad als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Ja. Er redet. Er spricht die Wahrheit, ey. Das ist halt echt so ein bisschen für den Arsch. Wer sind die anderen Meister? Wissen wir an sich schon. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Constantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Constantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Echt der lameste Laden überhaupt, muss man sagen. Erzähl mir mehr über deinen Meister Harad. Erzähl mir mehr über Meister Harad. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Kannst du mir vielleicht Waffen verkaufen? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Konnte es ja nicht. Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie geladen. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Was kann ich denn bei dir bekommen? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Schmiederohlinge verkaufen. Brauchen wir nicht. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Bergbau. Ich glaube, das nehmen wir auch. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Kostet halt nur ein LP und 10 Gold, also nehmen wir schon mal mit. Damit ist sozusagen die Basis für alles, was in der Zukunft so kommt. So, weiter. So, Constantino, du kleines Weichei. Boah, ich will hier nichts klauen aus Versehen. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ja, ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ja, wir wollen bei Bosper anfangen und wir brauchen halt deine scheiß Zustimmung, du Nervensäge. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Und, meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Ich suche Heilung. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Ja. Du hast nicht mal einen Kratzer und ich habe Wichtigeres zu tun, als mit dir zu plaudern. Kann ich dir Kräuter verkaufen? Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Kronstöckel, das Wertvollste überhaupt. Reine Lebensenergie. Reines Mana, göttliche Kraft der Gestirne, Goblinknochen. Blutfliegenflügel. Ja, okay, bei dem ist das halt echt schön einfach. Man kann bei ihm halt echt sehr schnell Zustimmung bekommen für die, irgendwo bei einem Handwerker anzufangen. Das ist ganz cool. Was ist denn da hinten eigentlich? Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und es gelang ihm nicht. Thronschlüssel? Aber dort, wo Adanos steht. Ach, wir haben ja noch Lederbeutel. Dadurch könnten wir noch ordentlich Geld kriegen, vielleicht. Warte mal. Und Belia keine Macht hatten. Und an diesem Ort waren. Da haben wir es doch. Nice. Zugleich. Da gehen wir nämlich direkt mal zu Matteo. So. Nee, wir holen uns erstmal den Segen der Götter. Für Torben. Und das Meer gab das Land frei. So, du kleine Sau. Ich möchte gerne den Segen abholen. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen.
Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Ich bin dein Sohn. Dankeschön, da haben wir den Kram erfüllt. Und dann müssen wir noch zu Daron. Und es wird noch viel schneller. Jetzt haben wir ja relativ viel Gold, dann gehe ich doch erst zu Torben. Warum mache ich das jetzt erst? Zu Matteo, meine ich. Weil wir dann, wenn wir bei Daron spenden, kriegen wir, glaube ich, von ihm ein bisschen Geld. Statt, dass wir ihm Geld geben müssen. Dann können wir lieber jetzt Matteo bezahlen. Das ist der Daron! Lauf nicht so schnell weg, wir kommen gleich zu dir. Oh Mann, Daron, ey. Du kleines, wildes Tier. 100 Goldstücke! Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. So, hilf mir bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Hilf mir bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Cooler Typ. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Dankeschön. Dann schnell zu Daron. Daron, ich komme. Ich komme, lauf nicht weg, Daron. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich denke mal, der läuft. Oh, ist er hier rein? Der trinkt doch wohl nichts, oder? Mich war da keiner. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Laris sitzt hier? Und Sarah spielt das. What the fuck? Und was hat sie für eine krasse Waffe? Ja, schnell weg hier. Das ist eine Magd einfach nur, ne? Ja, okay. So, du kleine Magd. Magd ist nackt. So, wo ist Daron? Hier ist übrigens unser guter Bartok. Das ist der ehemalige Lehrling von Bospa. Hey, du. Schlimme Zeiten sind das. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Er sollte lieber den Mund halten. Ich frag dir keiner. Wird sich das jemals ändern, was ich rede? Baltram sagt doch gar nichts dazu, dass wir sein Paket Bewohner von Corinis nicht zurückgebracht haben. Ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ist Daron schon pennen gegangen? Nee. Ach da! Was hast du hier zu suchen? Ich gehe einfach mal raus. Kluges Kerlchen. Ich speichere mal, weil ich bei solchen Situationen nie so genau weiß, ob das vielleicht noch Probleme machen wird. Muss ich leider sagen. Dementsprechend einmal kurz jetzt nochmal rein. Was suchst du hier? Geh. Was hast du hier zu suchen? Oh Mann, ihr seid so nervig, Kluges ey. Kluges Kerlchen. Was hing da denn oben? Was suchst du hier? Geh! Kluges Kerlchen! Dass es auch schon wieder Nacht ist! Oh, wir pennen einfach nochmal und dann wird's Tag und dann können wir zu Daron. Ich will jetzt eigentlich das schnell erledigen, bevor es zu spät ist, weil wir haben jetzt gerade nur 35 Gold. Obwohl 35 Gold? Ich hätte den einen Beutel mal nicht aufmachen sollen. 35 ist halt echt nicht so viel. Kann sein, dass es zu viel ist. Wie spät haben wir es? 20.57 Uhr? Machen wir wieder die 12 Stunden voll. Ja, der Hero ist nur am Pen in diesem Spiel. Man nannte ihn den Kelten der Zeit, weil er so viel Zeit verliert. So, Daron. Daron, wo bist du? Da bist du. Komm, ich brauche deinen Segen. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Ja. Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Das habe ich schon immer gesagt. So, ich will mir deinen Segen holen. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut. Das ist gut. Wenn man dafür Gold verlangt, das ist so dreckig. Gold an die heilige Kirche Inos spenden. Spenden ist freiwillig. Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können.
Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende, so viele Väter, das ist so krass, kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Scheiß Kirche. Wie viel ist denn so eine übliche Spende? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Nun, du hast nicht viel, aber arm bist du auch nicht. 10 Goldstücke für Innos. Wir sind ja genügsam. Ah, schade. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Das war's schon. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Ich will da jetzt nicht so viel mit dem reden, weil mich das nervt. Das ist ein anstrengender Typ. Der redet so langsam und so schwubbelig. Nicht so mein Ding. Dementsprechend gehen wir jetzt weg. Wir brauchen noch eine von diesen Vergessenspruchrollen. Und wir brauchen, um die Wache wieder zu bekehren. Und dann würde ich noch zu Torben gehen. Und dann haben wir auch schon fast alle Meister bekehrt. Es fehlt nur noch Bospa. Dem wir seine Felle bringen sollen. Und dann fehlt uns noch Harad, dem wir eine Ork-Axt bringen sollen. Das geht eigentlich beides klar. Hey! Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Sieht man doch! Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Sieht man alles. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, das macht mir gerne. Ach ja. Habe ich noch irgendeine Mission vergessen? Eine Aufgabe? Ja, diesen Ork-Kram, das ist klar. Lehrling in Korin ist Fälle für Bospa. Der Weg ins obere Viertel. Baltrams Lieferung. Ach! Okay, doch, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre nicht richtig dokumentiert. Baltrams Lieferung, weil die haben wir ja abgegeben bei Nagur. Aber das haben wir hier auch tatsächlich dokumentiert. Nagur hat die Lieferung bekommen, morgen will er mir mein Gold für den Job zahlen. Machen wir mal. Ich glaube, das machen wir direkt mal. Achso, haben wir noch was anderes, bevor ich jetzt weitermache? Piratenhandel. Das können wir gleich auch nochmal mitmachen. Also wir machen als erstes jetzt der falsche Bote zu Ende. Dann gehen wir zu Laris, lassen uns Stärke trainieren. Dann gehen wir zu Skip. Und dann holen wir uns die Ork-Axt, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Und dann ist, glaube ich, Schluss für heute. In der nächsten Folge können wir dann in der nächsten Aufnahmesession werde ich dann mal gucken, dass ich die dann mit Laris losrenne, wie es ja von vornherein gedacht war. Guck mal, ob ich das ihm wiedergeben kann. Achso. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ach, erzähl mir nichts. Hier hast du das Geld zurück. Du hast nicht genug. Komm wieder, wenn du es hast. Deine Frist bleibt bestehen. Denk daran. 20%. Ist das wirklich wahr? Das interessiert mich. Okay, ich dachte, Laris regelt das für uns. Laris, du blöde Sau. Das interessiert mich. Naja, wie gesagt, das passt schon. Mal gucken, ob er was dazu zu sagen hat. Na, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Nee, okay. Ab zu Nagur. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Wieder auf den Tisch, komm. Bist du die Ware losgeworden? Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger, als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen.
Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil. Plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist dein Anteil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Das ist wirklich nicht mein Problem. 120 Goldstücke nur noch, ey. Hey. Na gut, damit kann ich wenigstens ein bisschen Stärke trainieren. Bring mir was bei. 5 Stärke. Nochmal 5 Stärke. Ich glaube, das reicht. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Abschätzend allein. Jetzt haben wir 25 Stärke. Und damit können wir entsprechend jetzt die Rüstung tragen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee! Einmal Stärke fehlt noch! Komm, wir müssen ein, zwei Sachen verkaufen. Das muss sein. Gib mir was zu trinken. Hier. Der wird ja wohl irgendwas abkaufen hier. Wirklich daran? Das Schild brauchen wir. Ah, das ist eigentlich. Das bringt nichts, das zu verkaufen. Das lohnt sich nicht so richtig. Hier diese rostigen Äxte, rostiger Zweihänder. So. Jetzt nehmen wir nochmal einmal Stärke dazu und dann können wir nämlich die geile Rüstung tragen. Das ist schon mal ganz gut. Hey! Bring mir was bei. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen besser davor. Jägerrüstung. Hauptsache, die sieht so aus wie die alte Lederrüstung, ey. Meine Fresse. Was soll denn das? 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 Da, 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 da. Wackerlot, wer ist denn Mann? So, ab zum Piratenlager. Das ist ja hier hinten. Ich mache mal wieder einen kleinen Zwischensave. Auf Standard 1. Oder? Nee, Standard 2.